Herzlich willkommen, Wiebke, zu unserem Interview. Es freut mich, dass du heute hier live bei mir in Zoom dabei bist. Ich habe dich ja eingeladen, weil du Präsentations- und Stimmtrainerin bist und unter dem Titel Wie können wir Coaches unsere Stimme bewusst im Coaching einsetzen, habe ich dich eingeladen. Und bevor wir vielleicht starten, würde ich dich bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen und zwei, drei Sätze über dich zu sagen und vielleicht auch gerne gleich schon, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Ja, das mache ich sehr gerne, Andrea. Und vielen Dank für die Einladung hier zu dem Interview. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also mein Name ist Wiebke Anton und ich bin eben, wie du schon gesagt hast, Stimmen- und Präsentationstrainerin. Doch von Haus aus bin ich diplomierte Opern-, Konzert- und Liedsängerin. Das ist das, was ich wirklich gelernt habe. Damit habe ich angefangen und ich habe auch dann relativ schnell angefangen, Gesang zu unterrichten und auch mit Chören zu arbeiten. Und in einer dieser Kursstimmbildungen kam ein Teilnehmer mal auf mich zu und der war so ganz begeistert und sagte, Mensch, Frau Anton, super und es ist so toll, wie Sie das machen. Es gibt da so eine Vereinigung von mittelständischen Unternehmen, die ich organisiere, so eine Tagung. Hätten Sie nicht ganz spontan Lust, da als Rednerin aufzutreten? Und ich dachte so, okay, habe ich jetzt noch nie gemacht, auch so zum Thema Sprechstimme und Präsentation im Businessbereich. Und dann bin ich aber irgendwie, wie ich bin, dann denke ich ja immer, super, neue Herausforderungen, habe dann direkt zugesagt und hatte dann Gott sei Dank noch ein paar Wochen Zeit, mich auch vorzubereiten und habe dann angefangen, mich in dieses Thema hineinzulesen und hineinzugraben. Also auch zu gucken, was ist der Unterschied zwischen einer Gesangsstimme, einer Sprechstimme, zwischen einer Opernbühne und einer Businessbühne. Und gerade dort habe ich festgestellt, es gibt gar nicht so viele Unterschiede, denn auch auf der Businessbühne wollen wir überzeugen und begeistern. Das, was wir auf der Opernbühne natürlich auch möchten. Der Unterschied ist nur, dass wir Sänger wirklich gewohnt sind, tagtäglich unsere Technik zu trainieren. Das heißt, keiner von uns würde auf eine Bühne gehen, abends bei der Vorstellung, ohne das vorher wirklich bis ins Detail geprobt zu haben. Und im Businessbereich passiert das ganz oft nicht. Ja, da gehen die Leute auf die Bühne, halten ihre Präsentation. Im Zweifelsfall haben sie diese Präsentation noch nicht einmal vorher laut irgendwo ausgesprochen oder mal irgendwas getan oder die Stimme aufgewärmt oder ein paar Körperübungen gemacht. Und da dachte ich mir, super, da kann ich doch ansetzen und mich einbringen, denn das ist wirklich was ich richtig gut gelernt habe. Und dann habe ich das quasi auf die Businessbühne übertragen und jetzt bin ich wirklich hauptberuflich Stimme- und Präsentationstrainerin für diese Businessbühnen. Wunderbar. Und singen tust du jetzt nicht mehr? Nee, singen habe ich wirklich aufgehört. Ich hatte das Gefühl irgendwann, ich habe genug für die nächsten drei Leben gesungen, in diesem Leben schon. Also vielleicht noch ein bisschen unter der Dusche oder im Auto oder so, aber wirklich ganz privat. Ich habe es dann getrennt, weil es irgendwann, so Opernsänger sind ja wie Hochleistungssportler. Wir sind wirklich sehr trainiert. Und wenn wir nicht mehr jeden Tag trainieren, dann kommen wir natürlich auch nicht mehr an diese Leistung ran, die wir gewohnt sind. Und dann genügt es so meinem Ohr nicht mehr. Und dann finde ich das immer so ein bisschen schade, weil ich ja weiß, wie es klingen sollte oder wie es könnte. Und dann habe ich wirklich irgendwann ganz aufgehört und bin jetzt voller Freude hier in diesem Bereich. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Du redest ja die ganze Zeit auch von viel Training, von guter Vorbereitung. Was sollten wir denn eigentlich überhaupt erstmal über unsere Stimme wissen? Das ist immer so, auf die Frage freue ich mich einerseits, weil es mein wirklich Lieblingsthema ist. Auf der anderen Seite bremse ich mich dann immer so ein bisschen, damit ich nicht so viel sage. Aber ich glaube, das Wichtigste in diesem Fall jetzt auch ist die Nachricht oder die Information, dass ja, eine Stimme ist mir quasi gegeben worden. Ich bin also mit bestimmten Stimmlippen, früher hat man Stimmbänder gesagt, jetzt sagt man Stimmlippen, geboren worden. Es geht um die Länge, die Breite und die Beschaffenheit deiner Stimmlippen. Und die entscheiden darüber, in welcher Stimmlage du sprichst oder singst. Also beim Gesang hängt das jeder, da gibt es im Chor eben den Sopran und den Alt bei den Frauenstimmen, also hohe und tiefe Frauenstimmen. Und das ist nicht veränderbar. Das heißt, ich bin zum Beispiel jugendlich dramatischer Sopran auf der Opernbühne. Aus mir wird, und wenn ich noch so viel übe, nie eine Königin der Nacht, also nie ein hoher Koloratursopran. Das hat nichts damit zu tun, dass sie besser ist als ich, sondern dass ihre Stimmbänder anders beschaffen, eine andere Beschaffenheit haben.
Das können wir nicht verändern. Was wir aber verändern können, ist, diese Stimme zu trainieren. Die ist nämlich an so ganz vielen oder ganz viele Muskeln sind daran befestigt, an den Stimmlippen. Und die können trainiert werden, wie jede anderen Muskeln auch. Und auch sowas ist ein bisschen mit Yoga vergleichbar, so dieser Ablauf, dass die geschmeidig miteinander arbeiten, so wie die Dehnung beim Yoga. Das ist das, was wir dann üben und trainieren. Das heißt, ich kann, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe oft so eine leise Stimme, ich kann da nicht so richtig mit Kraft dran, das können wir trainieren. Oder wenn sie zu schrill ist oder zu laut ist, so dieses, oder wenn zu wenig Melodie drin ist, das ist trainierbar und das wissen viele nicht. Viele denken, sie müssen ihre Stimme einfach so hinnehmen. Und das stimmt so nicht. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch noch nie so viele Gedanken über meine Stimme gemacht. Denn jetzt sind sie da oder dann halt mal nicht da. Und wenn sie nicht da ist, dann trinke ich einen Tee, lutsche irgendwie was und dann kommt sie nächsten Tag wieder. Ich glaube, so eine Stimme ist auch etwas, was so selbstverständlich ist. Und im Coaching hat natürlich ja die Stimme auch einen großen Einfluss auf das Setting. Ne? Also wenn ich langsamer und ruhiger spreche, lasse ich natürlich auch viel mehr Raum für mögliche Emotionen. Ja? Wenn ich aber sage, so, und was tun Sie heute, wenn Sie aus der Sitzung hier rausgehen? Was nehmen Sie sich vor? Was wollen Sie mir nächste Woche hier berichten? Na, hat ja auch irgendwie was mit der Stimme so ein Stück weit zu tun. Und ich finde, man kann mit der Stimme auch unglaublich viel lenken und auch steuern. Und welche Tipps würdest du uns denn als Coaches geben, wie wir bewusst unsere Stimme im Coaching einsetzen können? Also vielleicht nochmal zum Anfang deiner Frage, da war dieses, dass Stimme eben so wichtig ist im Coaching. Und sie ist deswegen so wichtig, weil wir unfassbar geschult sind darin, Anspannung in Stimmen zu hören und zu erkennen. Das kommt noch aus Urzeiten, wo das wirklich überlebenswichtig war, wenn jemand vor uns stand, den wir nicht kannten, um herauszuhören, ist das Freund oder Feind. Und das tun wir alle ganz, ganz automatisch, dass wir das hören, so eine Anspannung. Was wir nicht hören können, ist, warum diese Stimme angespannt ist. Also wenn du zum Beispiel vor deinem Coaching-Termin ein Telefonat hattest, du hast dich sehr drüber geärgert, dann werde ich das eventuell in deiner Stimme noch hören. Und sofort bin ich als dein Gegenüber so ein bisschen auf Hab Acht und denke, warum ist die Stimme nicht entspannt? Oder du bist vielleicht einfach nur nervös, weil es die erste Coachingstunde nach einer langen Pause war. Auch da klingt die Stimme anders. Und damit dein Gegenüber sich wirklich entspannen kann, damit es sich er oder sie sich sicher und aufgehoben fühlt, deswegen ist es unter anderem wichtig, dass die Stimme wirklich einen schönen Klang hat. Dazu kommt, dass wenn deine Stimme entspannt klingt, dass du dich automatisch mit entspannst. Das ist ein bisschen wie mit dem Atem. Das kennst du bestimmt, wenn du auf Vorträgen warst und da war jemand nervös und der hat die ganze Zeit so geatmet. Dann fängst du automatisch an, wie jetzt, so mitzuatmen. Die Schnappatmung, ne? Ja. Wie man gesagt, ne? Das ganze Publikum sitzt da und sitzt so da. Und wenn ich dann aber wieder so mache und sage, so, und jetzt spreche ich in Ruhe weiter, nimmst auch du sofort, wirst du gleich merken, deine Schultern runter und atmest wieder entspannt. Das heißt, es ist ein unheimlich mächtiges Tool, Atem und Stimme und natürlich auch die Haltung, die für das Coaching wirklich wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu den Tipps, was ihr tun könnt oder was Coaches auch tun können. Es geht immer wieder darum, um Selbstfürsorge. Das heißt, wir sind oft beschäftigt mit dem S, mit dem Inhalt einer Präsentation oder einer Coachingstunde. Dann sind wir noch beschäftigt mit dem Du. Wer sitzt da gegenüber? Wir gucken, kommt das an, was wir sagen? Wie ist die Reaktion? Was wir oft ein bisschen vergessen, ist das Ich. Das heißt, immer wieder uns das zu lernen, uns zu beobachten. Wie geht der Atem? Wie halte ich mich? Wie ist meine Stimme? Und dann sofort reagieren zu können. Das ist das eine. Und du wolltest, glaube ich, auch noch wissen, eben, auf was ihr achten könnt. Also wirklich konkrete Tipps, oder? Für das Coaching. Genau. Ja, da ist es zum Beispiel wichtig, dass man aufrecht sitzt oder steht. Also ihr steht ja seltener, ihr sitzt ja. Weil, ich zeige es mal so ein bisschen, der Hauptatemmuskel ist das Zwerchfell und der sitzt ungefähr hier, da wo dieses Band ist. Und wenn wir so ein bisschen nach vorne gebeugt sind oder so ein bisschen so sitzen, ist immer dieses Zwerchfell eingeklemmt und dann kann sich das nicht mehr so frei bewegen. Das heißt, ihr solltet immer wieder darauf achten, dass ihr wirklich aufrecht sitzt. Das heißt nicht, dass ihr die ganze Zeit jetzt immer so sitzen müsst. Das kann man auch trainieren, dass ich mich anlehnen kann und trotzdem
sorge ich dafür, dass hier Raum ist. Ja, also wir Sänger auf der Opernbühne könnten ja sonst nie Oper machen, weil da müssen wir uns bücken und strecken und tanzen und alles. Und das können wir alles machen und wir achten aber immer darauf, dass unsere Mitte stabil ist. Das haben wir wirklich in Fleisch und Blut. Und wenn man das ein bisschen übt, dann muss man da auch nicht mehr groß drüber nachdenken. Das könntet ihr machen. Und dann wirklich immer wieder darauf achten, wenn ihr hört, dass eure Stimmen schrill sind. Ich sage immer in meinen Coachings, wenn ihr eins mitnehmt, was ich euch an die Hand geben möchte, dann der Schlüssel liegt im Ausatmen. Dann macht ihr einmal, holt ihr tief Luft und atmet aus. Das geht ja lautlos im Coaching durch die Nase. Ja, das kann ich ganz lautlos machen, das kriegt der andere nicht mit. Wenn ich alleine bin zum Beispiel, das ist super vor so einem Interview zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin vielleicht ein bisschen nervös, mache ich das auf ein kräftiges F wie Friedrich. Also und so weiter, bis wirklich mal alle Luft draußen ist. Weil das entspannt dich augenblicklich und holt dich wieder ins Hier und Jetzt. Und das finde ich immer wieder, wenn es nur eins ist, was ich möchte, dann dieser Schlüssel liegt im Ausatmen. Das ist immer wieder der erste Notnagel und der Retter in ganz vielen Situationen. Ich habe schon wieder ganz viel geredet. Das ist, wenn du mich nach Stimme fragst. Alles gut. Das hört sich ja so ein bisschen an, dass eine Hauptaufgabe für uns Coaches ja auch darin besteht, wirklich auch so ein Stück weit unsere Selbstwahrnehmung zu schulen, oder? Ja, auf jeden Fall ist es eine Schulung von Selbstwahrnehmung. Wenn ich Coachings mache, auch in den Seminaren, dann ist das Erste, was ich mit den Leuten übe, ein Körperbewusstsein. Wir klopfen uns wirklich am Anfang ab, um uns zu spüren, um auch wirklich in den Körper zu kommen. Denn nur so bekommen wir ja unsere Muster mit und können sie dann auch verändern. Weil wir sind oft zu sehr im Kopf und sowas wie Atem oder Stimme kann ich nicht vom Kopf her verstehen. Da kann ich dir einen Vortrag halten über Stimme, der wäre vielleicht ganz nett, aber du würdest nach draußen gehen und würdest nicht wirklich was mitnehmen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir auch in meinen Vorträgen, dass wir die Übungen immer alle zusammen machen, denn Stimme und Atem will erfahren werden. Das bringt nichts, nur darüber zu reden, sondern es ist ganz wichtig, das auch zu tun und zu üben. Fühlen auch wahrscheinlich. Ja, genau, und das Fühlen. Ja, jetzt ist es ja so, dass wir mitunter ja recht viel reden, ja, auch wenn natürlich im Coaching idealerweise Klient oder Klientin reden sollte, haben wir mitunter mehrere Coaching-Sitzungen am Tag und da ist natürlich die Stimme auch recht beansprucht. Gibt es da auch irgendwie so kleine Tipps oder so eine Hilfestellung, wie wir unsere Stimme auch so ein Stück weit schonen können? Ja, also auf jeden Fall, wie ich es angesprochen habe, sie wirklich gut beobachten und zuhören. Das heißt, immer wieder, wenn die Stimme so etwas fester klingt, so wie meine jetzt, dann ist die latent angestrengt. Und in diesem Modus könnte ich nicht länger als eine halbe Stunde sprechen, ohne dass sie anfängt, müde zu werden. Das heißt, für euch... Müde werden heißt, also wie kann ich das feststellen, dass die Stimme müde wird? Da merkt ihr ganz, ihr fangt an, was zu trinken, ihr habt einen Frosch im Hals, ihr räuspert euch, sie wird so ein bisschen belegt und dann geht es Richtung Heiserkeit, dass ihr wirklich abends dann merkt so, oh jetzt mag ich wirklich nicht mehr sprechen, jetzt habe ich genug gesprochen. Das heißt, immer von Anfang an darauf achten, dass die Stimme entspannt klingt, dass die Schultern unten sind, dann kann sich der Kehlkopf besser bewegen. So diese Sachen, darauf könntet ihr achten. Und was dann auch wichtig ist, und das ist ja auch, wenn so mehrere Coachingstunden hintereinander sind, eine Herausforderung, immer wieder auch genug zu trinken. Am besten Wasser, denn ganz viele Kräutertees und auch Kaffee trocknet wirklich die Stimmbänder aus oder die Stimmlippen aus. Und dann können die nicht mehr so richtig geschmeidig miteinander schwingen. Und auch das ist dann sehr anstrengend für die Stimmlippen. Das heißt, wirklich immer wieder genug Wasser trinken, ausreichend trinken. Das ist so das A und O, dass die Sänger haben das irgendwie wirklich drauf. Wir hatten am Anfang... Bevor wir in die Hochschule gingen, also in die Hochschule in Köln, da gibt es so einen, gab es früher so einen kleinen, wie das in Köln so ist, so einen kleinen Kiosk. Da gibt es ja ganz viele. Und alle Sänger haben sich immer so eine große 1,5 Liter Flasche Wasser gekauft, morgens, bevor sie in die Hochschule sind. Und abends haben wir die dort wieder abgegeben und den Pfand wieder bekommen. Und das war immer so, das hatten wir irgendwie so drin, immer holen, abgeben, dass wir auf jeden Fall alle schon mal 1,5 Liter Wasser getrunken hatten. Und das war ganz gut. Das habe ich mir wirklich damals so antrainiert.
Das heißt ja auch so ein bisschen übertragen, dass wir jetzt nicht nur zukünftig aus Gastfreundlichkeit unseren Klienten eine Flasche Wasser irgendwie hinstellen, sondern das halt auch bewusst zu machen, nicht nur fürs nette Setting und für die Atmosphäre, sondern auch für uns, um das Thema Selbstfürsorge in Bezug auf unsere Stimme auch zu leben. Ja, also fände ich ganz wichtig und dann, wie gesagt, am besten Wasser. Ich finde, für die Klienten ist es oft auch Tee natürlich schön, weil der warm ist. Das finde ich immer, wenn ich auch irgendwo Klientin bin, finde ich das ganz schön. Doch für euch als Coaches, ich würde schon auch immer Wasser dazustellen. Oder ihr trinkt heißes Wasser. Das mache ich auch, das kenne ich aus dem Ayurveda. Das heißt, ihr könnt Wasser einmal aufkochen und in eine Thermoskanne tun und über deinen Tag verteilt heißes Wasser trinken. Das finde ich auch toll, das mache ich auch im Sommer. Also ich trinke meistens wirklich warmes Wasser oder heißes Wasser. Und wichtig auch, dass ihr das ohne Kohlensäure trinkt, weil die Kohlensäure auch wieder, erstens müsst ihr da aufstoßen, das ist immer unangenehm. Zweitens auch diese Kohlensäure, das übersäuert dann ganz schnell. Also lieber wirklich stilles Wasser, das wäre so das Ideal. Okay, sehr schön. Jetzt hast du ja ganz häufig auch angesprochen, ne, diese Atmung, wie wichtig die doch letztendlich ist für die Stimme. Und wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal natürlich ausgetauscht. Und da hast du mir erzählt, dass du im Oktober eine Gratis-Challenge zum Thema Atmung anbietest. Und vielleicht möchtest du dazu nochmal was sagen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es für den einen oder den anderen durchaus ein interessantes Thema sein kann, sich da tatsächlich nochmal mit der eigenen Atmung so ein Stück weit auseinanderzusetzen. Ja. Das ist super, dass du es ansprichst, das erzähle ich sehr gerne. Ich habe mir wirklich überlegt, der Atem ist immer wieder die Basis in all meinen Coachings oder auch Seminaren. Ohne eine stabile Atemsäule und eine tiefe Bauchatmung kann eine Stimme nicht schön und entspannt klingen. Also es geht immer wieder um die tiefe Bauchatmung. Und in meinen Coachings stelle ich immer wieder fest, dass die meisten Menschen diese Atmung verlernt haben. Also wenn wir geboren werden, machen wir das ganz automatisch. Aber je angespannter wir sind, desto weniger bewegt sich das Zwerchfell. Und wir fangen an, hier oben in der Brust zu atmen, ja, sich so ein bisschen hebt. Das machen wirklich die allermeisten, wenn sie zu mir kommen. Und das Ideal wäre die tiefe Bauchatmung, dass das Zwerchfell sich nach unten bewegt, wenn wir einatmen. Und die ist ganz gut lernbar. Da gibt es wirklich gute Übungen und Tricks. Und das ist mein Ziel, möglichst vielen Menschen in 5 Tagen diese tiefe Bauchatmung beizubringen. Und das läuft so ab, dass ihr jeden Tag eine E-Mail bekommt mit Anregungen, mit Übungen und mit Tipps und auch mit so einer Beobachtungsaufgabe für den Rest des Tages. Und es gibt auch eine geschlossene Facebook-Gruppe und da wird auch ein Übungsvideo jeden Tag eingestellt. Dann könnt ihr entweder das vom PDF ablesen oder mit mir zusammen in dem Video die Übungen machen. Und am Ende dieser 5 Tage könnt ihr die tiefe Bauchatmung. Und ihr wisst vor allem auch, warum der Atem wichtig ist, wo ihr ihn üben könnt. Ich bin immer ein großer Fan, sich nicht vorzunehmen, so ich mache jetzt 5 Minuten Atemübung, sondern das in den Alltag zu integrieren. Zum Beispiel finde ich Tanken super, weil man da so rumsteht oder am Supermarkt an der Schlange oder so, da wo man halt so rumsteht. Und da kann man halt eine Atemübung machen, das reichen oft wirklich 15 Sekunden und weitermachen mit dem, was ist. Und das ist so mein großes Faible. Und da möchte ich möglichst vielen Menschen ermöglichen, diese tiefe Bauchatmung zu lernen in den 5 Tagen. Das startet am 26. Oktober. Also ich melde mich auf alle Fälle an. Ich kenne es ja noch so ein bisschen aus meiner Trainerausbildung. Da ging es ja auch genau um diese Bauchatmung, um dann halt auch wirklich den Letzten in der letzten Reihe irgendwo zu erreichen mit der eigenen Stimme. Aber das ist jetzt auch über 10 Jahre her mittlerweile. Ich glaube, ich könnte auch mal eine Auffrischung vertragen. Wir werden auf alle Fälle die Challenge auch verlinken. Wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, wo findet man denn noch Infos über dich? Also ich habe eine Homepage, das ist halt wirklich www.wibke-anton.de. Wobei vielleicht wichtig ist, dass man meinen Vornamen ohne E schreibt, also nur W-I-B-K-E. Genau. Und dann bin ich auf Instagram ganz aktiv, da ist Wibke Anton stimmig-coaching und auf Facebook auch Wibke Anton stimmig-coaching und LinkedIn genau dasselbe. Das sind so meine 3 Hauptplattformen in den sozialen Medien. Da bin ich sehr aktiv, da poste ich jeden Tag auch Tipps, Tricks, Anregungen zum Thema Präsentation, Stimme, Atem, Haltung. Und ja, da freue ich mich sehr über neue, begeisterte Follower. Sehr schön.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei dir bedanken für die Tipps und genau, mir einfach erstmal den Impuls auch zu geben, über mein Thema vielleicht nachzudenken, mit dem wir uns ja nicht wahrscheinlich alltäglich beschäftigen. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank und wir sehen uns im Oktober. Bis dahin. Tschüss. Ja, super. Vielen Dank. Und ich freue mich auf dich im Oktober. Bis dahin.